Hallo zusammen, ich bin's wieder, Melanie von ErgoFlix. Heute konzentrieren wir uns nur mal auf den Oberkörper. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schön, dass du dabei bist. Wir starten! Als erstes erkläre ich dir einmal den Sitz. Das Stuhlbein sollte mittig sein, zwischen deinen Beinen, damit du nicht so schnell kippelst. Du solltest nach Möglichkeit auf die vordere Hälfte des Stuhles rutschen. Oberkörper ist gerade, richte dein Brustbein auf. Bauchnabel ist eingezogen, Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Und wir starten jetzt mit der ersten Übung, die deine Muskulatur durchblutet. Dazu schieb einmal im Wechsel einen Arm nach oben raus. Mach dich richtig lang. Das Gesicht ist ganz entspannt. So freundlich zu gucken, hebt auch die Laune. Dein Atem fließt. Du atmest gleichmäßig ein und wieder aus. Zieh dich richtig lang nach oben raus. Dann mach noch 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Jetzt schiebst du einmal deinen Arm nach oben, umfasst einmal dein Handgelenk mit der anderen Hand und schiebst mal deinen Oberkörper möglichst weit zur Seite raus. Diese Übung dehnt deine Sehnen und Bänder und löst gleichzeitig deine Faszien. Und wechsel einmal die Seite. Zieh dich schön lang. Und dann wechsel nochmal. Mach dich lang. Kopf geht immer mit. Und einmal noch. Super, das hast du schon mal geschafft. Jetzt kommt die nächste Übung. Nimm einmal deine Fingerspitzen an die Schläfen. Du sitzt wieder gerade, Brustbein ist aufgerichtet. Und jetzt schiebe mal deinen Rumpf zur Seite, Kopf geht mit. Wieder zurück zur Mitte und zur anderen Seite. Falls du Verspannungen hast im oberen Rücken, können die mit dieser Übung ganz gut gelöst werden. Und mache noch 4 Wiederholungen. Und 3 noch. Und ein letztes Mal. Und das hast du geschafft. Als nächstes machen wir mit dem Rückenstrecker weiter. Dazu schieb einmal deine Arme lang nach vorne. Dein Brustbein ist aufgerichtet. Bauch ist eingezogen. Und jetzt schiebst du einmal den Rücken nach vorne. Du rundest deinen Rücken und dann richtest du dich langsam wieder auf. Und wieder runden und langziehen. Und wieder runden und langziehen. Du kannst zwischendurch auch mal ein bisschen variieren und einen Arm mal tiefer schieben als den anderen. Gerne auch mal im Wechsel. Damit machst du dann noch mal so ein bisschen was für deine Koordination. Sehr gut. Also mir wird schon etwas warm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und dann mach noch 4 Wiederholungen. Und noch 3.
2 noch. Und ein letztes Mal. Nun sitzt du bei der nächsten Übung ganz gerade auf deinem Stuhl. Dein Kopf bleibt in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Dein Brustbein ist aufgerichtet. Und jetzt beschreibe mal eine liegende 8. Diese Übung sorgt dafür, dass dein Schultergelenk gelockert wird und die Beweglichkeit innerhalb deines Schultergelenkes sich verbessert. Folge mit deinem Kopf dem Arm. Und wenn du möchtest, darfst du jetzt auch gerne etwas größere Bewegungen machen und deinen Arm auch noch mal ein bisschen weiter nach hinten schieben. Blick folgt, Kopf geht mit. Dann kannst du auch ein bisschen langsamer machen, nicht so schnell. Entscheide selber, in welchem Tempo du das gerne durchführen möchtest. Bei Schmerzen im Arm ist das ja auch nicht so einfach. Daher ruhig auch ein bisschen langsamer und mach noch 4 Wiederholungen. Ich merke meine Muskeln jetzt schon ganz gut. 3, 2 und ein letztes Mal. Dann locker mal so ein bisschen die Schulter. Und es geht weiter mit der nächsten Seite. Fange wieder mit kleinen Bewegungen an. Atme schön gleichmäßig. Du entscheidest das Tempo. Und dann mache noch 4 Wiederholungen. 3, 2 und jetzt werde etwas größer. Schau der Hand wieder nach. Und noch 4. Und noch 3. Ein letztes Mal. Dann hast du das schon mal geschafft. Super. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Rückenstrecker. Und dazu nimmst du einmal deine Arme im 90-Grad-Winkel nach oben. Richte dich wieder ganz gerade auf. Bauch ist fest. Und jetzt schiebst du einmal deinen Rücken gerade nach vorne. Und kommst langsam wieder zurück. Du darfst auch zwischendurch gerne mal deine Arme ein bisschen länger ausstrecken. Damit verlängerst du den Hebel und das Ganze wird tatsächlich noch ein bisschen effektiver, ist allerdings auch etwas anstrengender. Also entscheide selber, ob du die Arme im 90-Grad-Winkel lässt oder deine Arme lang ausstreckst. Und schön weiteratmen. Schön tief ein- und aus. Sehr schön. 4 schaffst du noch. Und noch 3. 2 noch. Und dann halte noch mal so ein bisschen vorgebeugt. Und dann richte dich gerade wieder auf und locker noch mal deine Schultern. Das hast du geschafft. Jetzt geht es weiter mit dem Rückenstrecker. Dazu stellst du die Beine so hüftbreit geöffnet auf. Du legst die Hände einmal auf deine Oberschenkel. Kopf ist schön gerade in Verlängerung Wirbelsäule. Und jetzt schiebst du mal deinen Oberkörper mit ganz geradem Rücken nach vorne. Versuch den Rücken richtig gerade aufzurichten. Auch beim Hochkommen. Mach den so richtig lang. Sehr schön. Und dann
kommst du schräg vor und richtest dich ganz gerade wieder auf. Du entscheidest selber, wie weit du nach vorne kommst, was für dich möglich ist. Sehr schön. Diese Übung mobilisiert deine Rückenmuskulatur und baut sie auch etwas auf. Denk immer daran, dass dein Bauch eingezogen bleibt, denn dieser stützt und stabilisiert deine Wirbelsäule und sorgt für eine gerade Aufrichtung, wenn du den Bauchnabel einziehst. Nochmal on top. Außerdem baut sich dann passiv der Bauchmuskel auch noch mit auf. Das ist nochmal ein weiterer positiver Nebeneffekt. Und du schaffst es noch. Noch vier schaffst du. Gib alles. Ja. Und mach noch drei. Zwei noch. So, da man auch immer den Gegenspieler trainieren sollte, der Gegenspieler vom Rücken ist der Bauchmuskel, geht es jetzt weiter mit deiner Bauchmuskulatur. Dazu nehme einmal die Fingerspitzen an die Schläfen. Wenn du kannst, versuch den Oberkörper mal ein bisschen nach hinten zu lehnen. Falls du Beschwerden im Bereich der Lendenwirbelsäule haben solltest, lehne dich nicht allzu weit zurück, aber so ein bisschen schräg wäre schon ganz gut, denn so ist der Bauchmuskel unter Spannung und baut sich gut auf. Okay, dreh dich einmal nach rechts, komm zurück zur Mitte und nach links. Jetzt machen wir nur mal eine Richtung. Noch acht. Wird es nicht so langweilig. Und sechs. Halte durch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Und gehe über auf die andere Seite. Wenn du magst und wenn du kannst, lehne dich jetzt gerne noch mal ein bisschen weiter nach hinten. Also ich merke jetzt gut, wie der Bauchmuskel arbeitet. Und dann halte durch. Vier noch. Das schaffst du. Drei. Zwei noch. Und ein letztes Mal. Okay, atme mal tief ein und aus. Und kreise nochmal mit deinen Schultern. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf den Rücken. Beine sind weiterhin hüftbreit geöffnet. Du nimmst einmal die Ellenbogen im 90-Grad-Winkel neben deinen Körper. Bei dieser Übung Hackbewegungen mit den Armen. Lockerst und löst du deine Faszien. Die Faszien, die löst man am besten so mit kleinen rüttelnden Bewegungen. Und du darfst auch hierbei gerne deinen Körper so ein bisschen mitbewegen. Also der darf jetzt auch ruhig ein bisschen mitwackeln. Versuch ganz locker zu sein. Auch wenn es komisch aussieht, ist egal. Als das zu feste ist, kannst du es auch ein bisschen langsamer machen. Das wäre dann die Variation sozusagen. Oder wieder kraftvoller. Und noch vier. Drei. Zwei. Und das hast du geschafft. Super. Gut zu wissen.
Faszien umhüllen Muskeln, Sehnen und Bänder und schützen diese. Und mit einem Beweglichkeitstraining, vor allen Dingen mit so rüttelnden Bewegungen, sorgst du dafür, dass deine Faszien wieder gelöst und gelockert werden. Jetzt sind wir schon im letzten Übungsabschnitt. Als nächstes lockerst du mal alles schön durch. Und dazu räkelst du dich mal in alle Richtungen. Richtig schön durchbewegen, den ganzen Körper. Arme auch mal nach links nehmen oder auch mal nach rechts nehmen. Ganz lang ausstrecken. Die Arme auch mal vorschieben. Diese Übung löst alles richtig schön. Versuch das mal durchzuziehen. Wieder ein bisschen nach unten. Okay, super, gut. Jetzt nimmst du die Arme mal zur Seite raus und jetzt schiebe mal deine Arme so vor und zurück und stell dir mal vor, du wolltest deine Handflächen gegen einen Gegenstand schieben. Die Übung ist auch mal gut für den oberen Rücken und auch für deine Schultermuskulatur und sorgt im Übrigen auch dafür, dass Faszien, verklebte Faszien etwas gelöst werden. Schön weiter atmen. Und dann mache noch 8 Wiederholungen. Oh, meine Arme werden schon ganz schwer. Wie sieht es bei dir aus? Und 6 noch. Gleich haben wir es. Und 5. 4 noch. 3. 2 noch. Und ein letztes Mal. Super. Und locker nochmal. Jetzt folgt noch ein kurzer Lockerungs- und Stretching-Teil. Du schiebst einmal deine Arme lang zur Seite raus und dann bewegst du mal die Arme leicht auf und ab. Diese Übung löst und lockert auch deine Faszien. Dann locker mal deine Schultern. So, nun hältst du dich mit einer Hand am Hocker fest und dann schieb einmal deinen Kopf zur Seite raus, sodass du die Nackendehnung gut spürst. Wechsel einmal die Seite. Und zum Schluss dehnst du nochmal deine Wirbelsäule. Dazu schiebst du im Wechsel einen Arm lang nach oben raus. Zieh dich so richtig lang hoch. Dehnst du nochmal so den ganzen Rücken durch. Schön im Wechsel hoch und tief. Ja. Und dann schieb beide Arme mal nach oben. Mach dich ganz lang. Halte das Ganze nochmal zum Abschluss ein paar Sekunden. Und dann hast du es geschafft. Locker nochmal deine Schultern. Wenn dir diese Übungen gut getan haben, dann baue sie doch gerne in deinen Alltag ein. Ansonsten würde ich mich sehr freuen über einen Kommentar von dir oder einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.